So, jetzt ist es soweit. Liebe, liebe Gäste, liebe Mom, lieber Dad, liebe Schwester Jessie, liebe langjährige Mitarbeiter, liebe Freunde, Kunden, Lieferanten und liebe langjährige Partner vom Trihotel. Auf das Allerherzlichste heiße ich Sie heute am 3. September, dem 25. Jubiläum vom Trihotel, willkommen. Ich fühle mich persönlich sehr glücklich, weil ich einfach heute meine Eltern gesehen habe, wie stolz die diesen Tag heute auch verbracht haben. Die ganze Familie war da, meine Schwester war da, die Mitarbeiter, die 25 Jahre im Hause da sind, die haben wir geehrt. Es war der ehemalige Oberbürgermeister von 1993 da, viele Weggefährten, Begleiter, die uns über viele Jahre hier mit unterstützt haben. Ich will noch einmal zusammenfassen, 25 Jahre Trihotel sind trotz, sicherlich sagt es manch schwerer Tage auch, eine Erfolgsgeschichte, ganz klar. Gegründet auf Fleiß, Kraft, Stehvermögen, Hingabe und Leidenschaft. Und ich finde, dass Menschen wie Familie Weiß, die sicherlich auch ihre kleinen Schwächen haben, das ist doch gar keine Frage. Jeder hat mal einen schlechten Tag und es geht einem nicht alles so von der Hand, wie man das möchte. Aber das sind für mich die Helden des Alltags. Da ist für mich das Trihotel eigentlich ein klassisches Beispiel dafür gewesen, wie es eine Familie geschafft hat. Und dazu gehört, finde ich, höchste Anerkennung aus dem Traum einer Sauna, die sie schon zu DDR-Zeiten hatten, dann überzuspringen in ein, relativ großes Projekt, ein Hotel, eine Wellness-Einrichtung mit entsprechender Kultur, mit all dem, was in der Hotelbranche dann wichtig ist. Ist ein privat geführtes Hotel. Dann kam ja auch irgendwie raus, dass der Chef Musik macht. Und da war natürlich klar, den muss ich kennenlernen. Und ja, das ist nicht nur, da gibt es diese musikalische Ebene, die uns natürlich verbindet. Aber es hat sich über die Jahre, glaube ich, eine sehr, sehr enge Freundschaft herauskristallisiert. Und ich muss echt auch einen Hut ziehen für das, was hier geleistet worden ist, die letzten 25 Jahre. Ja. Also ich habe mich damals sofort in einer anderen Art und Weise geborgen gefühlt, weil wir sind ja nur fast jeden Tag unterwegs und Hotels sind fast unser Zuhause. Aber hier habe ich mich extrem zu Hause gefühlt, gleich von Anbeginn an. Tja, das ist so ein emotionaler Augenblick, solch einen Tag zu erleben. Wir sind froh, dass das in so einer Herzlichkeit, in so einem Rahmen passiert ist. Was Besseres kann einem eigentlich als Unternehmen und auch als Eltern nicht passieren, dass man am Ende eines arbeitsreichen Lebens so ein 25-jähriges Jubiläum begehen kann. Das war auch erfreulich von Benny zu hören, dass er auch mit ins Unternehmen reinwachsen musste, in die Fußstapfen der Eltern zu treten. Das ist eine ziemlich schwierige Geschichte, aber er hat das geschafft, ein Team hinter seiner Vision von Unternehmensführung zu versammeln. Die stehen hinter ihm, die machen das hervorragend und
das tut uns ganz gut, wenn wir ins Haus kommen. Ich habe das heute schon einige Male den Gästen erzählt. Dann werden wir von einigen sogar umarmt. Und es ist doch 10-mal besser, als wenn die sagen, oh Gott, jetzt kommen die Alten schon wieder. Nee, die sehen uns heute noch gern. Und wir haben gelernt, uns rauszuhalten, den Mitarbeitern die Anerkennung zu zollen, die sie verdienen. Und wir sehen es wirklich mit großer mit großem Stolz, mit großer Freude, was hier passiert. Es hängt nicht von einer einzelnen Person ab, sondern es hängt von all den Mitarbeitern ab. Und dass er heute diese Mitarbeiter da ausgezeichnet haben, die 25 Jahre mit ihm zusammen gewirkt haben, finde ich psychologisch großartig. Und das wünsche ich ihm weiter, dass er in dieser Gemeinschaft mit den anderen so weiterlebt. Und das ist ja auch für uns als Kirche so entscheidend, nicht? Wie man so sagt, das Bodenpersonal des lieben Gottes, darauf kommt es an und nicht auf den Einzelnen. Ich glaube, ich werde ein bisschen daran denken, wie mein Papa Pipi in den Augen hatte und meine Mama und meine Schwester und ich auch, wie wir uns alle als Familie einmal zusammen gehalten und gedrückt haben. Das war wichtig, so ein wichtiger Moment für die Familie, weil so eine Unternehmensführung über so viele Jahre und Generationen, da kommt es natürlich auch zu unterschiedlichen Meinungen. Aber wir haben das geschafft, als Familie zusammen zu bleiben, schlussendlich. Und deswegen denke ich wahrscheinlich an den Familienzusammenhalt.